Bekommt von mir 5 Sterne, weil es brutales Abschlachten war. Man musste nicht, aber man konnte. So, fortsetzen. Hier ist eine Kiste irgendwo. Kiste, da, Kiste. Kiste, flupp. Und wir können zurück. Und schauen, was es noch so zu tun gibt. Ich finde gerade den Weg gar nicht. Ach, da hinten war der. Oh, jetzt ist hier ist das Assassinenzeichen. Wong's Travers. Machen wir aber nicht jetzt, oder? Machen wir es jetzt? Ne, heben wir uns auf. Heben wir uns auf. Wir machen jetzt diese Blockade, weil jetzt haben wir einmal die Feuerfässer gesammelt. Dann will ich auch gleich die Blockade reinhören. Und dann beende ich doch an dieser Stelle dann mal die Aufnahme. Und dann passt das schon. La 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 la. Oh, was ist das für ein Haus? Na los, Jungs, ihr Teudel. Dieses verfluchte Hanf. Lieutenant! Psst! Hi, Sir. Der Commodore befürchtet einen Aufruhr. Seine Befehle lauten, jedes verdammte Piratenschiff im Hafen zu versenken. Heute Nacht! Gegen die Wünsche des Gouverneurs? Das ist ein direkter Befehl, Soldat. Geht auf der gestrandeten Galeone in Stellung und wartet auf die Befehle des Commodores. Ist das klar? Hi, Sir! Der hinterhältige Bastard. Und hat den Commodore die Kehle aufschlitzen, bevor er den Befehl erteilt. Denkst du das? Sonst treiben wir bald tot im Wasser. Na gut, ich töte ihn. Ihr seid des Wahnsinns. Ich will nichts mit dem Mord am Commodore zu tun haben. Er ist ein Mann des Königs. Wir dürfen nichts riskieren. Da muss ich vernünftig warten. Ein Mann mit Prinzipien, das finde ich gut. Okay, weiter geht's. Die ganzen Piraten hier regen mich. Diese ganzen. Sir, wir haben Informationen für den Commodore. Es ist sehr dringend. Weiter! Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Und die beiden Männer tot. Ich bin vorsichtig. Oh Mist. Uncool. Okay, ich muss. Oh. Nein! Nein! Mist! Das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Das war jetzt schon irgendwie klar. Naja. Gut, okay, dann gehen wir wieder hier lang. Unsere Pistole ist aufgeladen, okay. Alles schön. Alles schön. Haben wir noch irgendwelche Blasgegenstände? Böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Und grüß Sommer! Rücken gerne von her! Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Stirb da einfach!
Ich hasse diese Typen, ey, mit dem kurzen Messer. Stirb, komm, stirb! Oh, okay. Wir wollen die verarschen alle. Warum gibt's so viele... Ah. Ich bin, tut mir leid, dass ich gerade so ruhig bin die ganze Zeit, aber ich bin am straight nachdenken hier, was ich, damit ich nicht alles falsch mache, weil mir solche Missionen ja nicht so liegen. Kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Ihr wollt mich verarschen, Leute. Das gibt's doch nicht. Ich hab die abgehangen. Wie kommt ihr denn mir alle hinterher gerannt? Wisst ihr, da hast du da so einen Typen mit einem Berserker-Pfeil. Die sollen sich eigentlich gegenseitig bekämpfen. Nein! Der Typ rennt freudestrahlend mit den Typen mit dem Berserker-Pfeil auf dich zu. Ich bin begeistert. Mein Gott, ey. Den ganzen Weg, weil du hast doch keine Zwischensequenz oder sowas, gar nichts. Du bist einfach, ach, was weiß ich. Bleib einfach hier hinten jetzt, ne? So, da. Mach einen ruhigen. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Oh, da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ruf die beiden Männer zu uns. So, die beiden bekloppen sich jetzt. Was? Okay, gut. Oh, sie haben mich nur kurz gesehen. Alles schön, okay. Alles schön, okay. Wunderschön. So. Die habe ich nur kurz gesehen. Ich habe also noch... Oh, Mist, das war daneben. Ich hörte, wie der Commodore über Rogers schimpfte, ihn Heiden nannte und sonstige Dinge. Warum schleifen die beiden denn? Das ist aus die Ostereier gerade. Jetzt sind wir wieder hier, okay. Wir schaffen das schon noch, keine Angst. Nein! Die geben mir aber auch echt keine Chance, irgendwie mal. V. Da unten sehen sie uns hundertprozentig. So, stirb einfach. Es muss schnell gehen mit dem Töten. Da oben ist einer. Okay. Ich muss die weiter verfolgen, das heißt, ich muss hier runter von dem Berg. Aber zum runter gucken, damit die Zeit nicht verspringt. So, komm schon runter mit dir. Hinter mir ist niemand, doch. Okay, wir sind wieder hier im Lager. Da hinten ist das Schiff. Alles klar, die gehen wahrscheinlich zum Schiff. Deswegen gehe ich mal außen rum. Ich hoffe zumindest, dass es den Weg außen rum gibt. So. Wunderschön.
Das ist bestimmt das Lager des Commodores hier. Hui, jetzt bloß nicht erwischen lassen. Können wir so schön reinziehen hier. Der Typ da hinten gibt mir ein bisschen... Was macht denn der? Hallo? Kommandeur Chamberlain eliminieren. Wir mussten also erst rausfinden, dass er hier an Bord ist. Okay, dann legen wir mal los und zeigen dem Herrn mal, wie gut wir sowas können. Und wenn wir sein gesamtes Schiff auseinandernehmen. Das ist es doch mal, den Kommandeur. Einmal mal zeigen, was wir können und das gesamte Schiff vernichten. So, hallöchen, ihr Damen. Ich habe mit mehr Verteidigung gerechnet. Los geht's und tschüss. Stirb, 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 stirb. Ah ja, den kann man wieder nicht antöten. Nicht töten, meine ich. Bevor nicht der Rest besiegt ist. Wunderschön. Ich geh da mal, ne? Tschüss. Oh, folgt mir ruhig, folgt mir ruhig. Hilfe, 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 Hilfe. Nein! Was? Seit wann machen die sowas? Der kommt angerannt und rammt mich um. Ich werde aus dem Spiel nicht schlau. Okay. Stirb, so. Aggressiv. Ich werde bei sowas aggressiv. So. Menschen müssen sterben. Menschen müssen sterben, denn sie tun das Spiel verderben. Darum müssen sie sterben. Da, 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 da. Ihr versenkt gar nichts. Kommandeur Chamberlain eliminieren. La la la. Eine gewisse Zeitspanne habe ich nicht, gell? Nö. La 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 la. Dam dam dam. Na, mach doch mal was. Wo ist er denn? Da ist er. Klupsch! Der Gouverneur versprach Straffreiheit, Commodore. Bedeutet das Wort eines Mannes denn gar nichts mehr? Hat die Syphilis dich benebelt? Wozu einen solchen Abschaum beschützen? Ihr seid Parasiten und lebt von der Arbeit ehrlicher Männer. Genau wie King George, was das angeht. Zeig Respekt, Bauer. Du magst mich zwar töten, doch damit hast du deine Lage kein Deut verbessert. Gibt es einen Grund, weiter zu reden? Wenn dieser Heide nicht wäre, Governor Rogers, ich hätte dich am eigenen Mast aufgeknüpft. Oh. Euch alle. Oh, geiler Screen. Mission beendet. Der ausrangierte Kommandeur. Wachen, Anpirschzone heraustöten, Chamberlain per Luftattentat töten. Ja, ne, ne, nicht wirklich. Gell, fortsetzen. Hui! Und tschüss. Nimm, nimm, nimm.
Und tschüss. Oh, ich sterb doch mal. Das war's auch schon, okay. Ja, natürlich muss mich in dem Moment, wo ich das sage, wieder einer entdecken. Ich meine, das wäre ja nicht. Also, ich meine, hallo? So, verfolgt mich doch. Verfolgt mich doch, verfolgt mich doch. So. Nächstes Ziel ist da drüben. Aber dazu auch bei der nächsten Aufnahme mehr, meine Damen und Herren. Denn wir begeben uns erst einmal in den Ruhestand für heute. Und ja, ne, bis dahin. Tschüss. Ach ja, was für ein geiles Schiff.